Hallöchen, Leute, ich heiße euch willkommen zurück zu einem neuen Part von Ocarina of Time und ja, ich chill hier immer noch in Kakariko herum und das hat einen ganz bestimmten Grund, denn ich möchte nochmal zum Todesberg hoch. Nochmal zu der guten alten Fee, ich will dir mal zeigen, was der erwachsene Link so alles zu bieten hat. Ach ja, im letzten Part habe ich den zweiten Dungeon als Erwachsener abgeschlossen und ich möchte mal nicht angeben, aber Alter, ich habe mich echt gut angestellt. Ich bin nicht mehr Game Over gegangen, das war super. Genau, und jetzt will ich da wieder hochgehen, weil ich habe mich jetzt zwischen den Parts mal eben ein bisschen schlau gemacht, wie, wo ich die längere Magieleiste herbekomme und ironischerweise bei der erotischen Fee. Die weiß, wie man die Magieleiste zum Wachsen bringt, die weiß es. Eine zärtliche Umarmung von ihr und die Magieleiste ist gleich beim Schwert angekommen. Ich freue mich schon. Das wird großartig. Ich hoffe nur, dass da nicht mehr so viele Steine runterfallen. Naja, wohl ist eigentlich auch egal. Ich kann ja rückwärts laufen und da kann mir ja nichts passieren. Da bin ich ja absolut safe. Das werde ich übrigens auch machen. Und hallo Vollmond. Schön, dich zu sehen. Ach ja, da könnte ich übrigens auch mal runtergehen. Da kann ich euch auch mal zeigen, was es hier gibt. Das ist auch eine ganz nette Sache. Da steht nämlich, was denn auch sonst in der Höhle, da steht eine Kuh rum. Was anderes erwartet man hier ja gar nicht als eine Kuh, die hier rumsteht und die kann man ansprechen. Kann ich nicht ansprechen? Moment. Ich könnte schwören, die kann man irgendwie ansprechen. Ist egal. Denn die gute Kuh hat natürlich Heimweh hier in der Höhle. Das ist ja ziemlich dunkel. Deswegen spielen wir ihr mal Salias Lied vor. Die kommt zwar wahrscheinlich nicht von Salia, aber trotzdem. Die denkt sich dann, oh super, cooles Lied. Dann sagt sie, Muuuuh. Welch ein schönes Lied. Das erinnert mich an Smelken. Muuuuh. Nach diesem Lied könnte ich literweise Milch geben. Hier, nimm etwas von der erfrischten und nahrhaften Milch. Du hast Milch erhalten. Diese Milch ist voll super. Ja. Wenn man der Kuh Salias Lied vorspielt, bekommt man Milch. Ganz klare Sache, also. Ist doch total logisch. Was sollte man auch sonst mit einer Kuh machen? Ich fände es lustiger, wenn man da Aktion drücken könnte und dann sie einfach melkt oder so. Das wäre cool. Aber naja, so passt's auch. Ist hier eigentlich irgendwas oder... Ich gehe einfach mal rückwärts. Ich meine, ist ja lange eben... Skaltula. Ich höre dich. Ich höre dich? Ich glaube, die ist da oben, oder? Oh shit. Oh shit. Geh weg. Böses Kackviech. Gott, das mit den drei Herzen, das macht mich echt noch ein bisschen traurig, weil ich jetzt schon wieder nur zwei Herzen habe. Und das ist alles andere so optimal. Aber naja, wir schaffen das schon irgendwie. Hoffe ich, denke ich. Ich behaupte es jetzt einfach mal. Entschuldigung, Skaltula, würdest du bitte... Link, würdest du bitte richtig zielen? Danke, Link. Waren ja nur 5 Pfeile, die du verschwendet hast. Großartig. Hey. Oh, komm schon. Ich konnte schon mal besser zielen mit dem Bogen. Konnte ich wirklich mal. Zeiten sind da vorbei. Jetzt bin ich alt und... gebrechlich und meine Augen sind auch nicht mehr die besten. Da fällt mir das Ziel halt nicht mehr so leicht wie damals als junger 20-Jähriger. Ja. Hey, wow, du hast ein Ei ausgebrütet, das Küken ist geschlüpft. Hey, wir haben Kiki das Küken. Falls ihr es nicht wisst, in Kakariko steht die eine Frau rum, vor der man als Kind noch die Flasche bekommen hat. Und wenn man die anquatscht, dann schenkt sie einem ein Ei und da schlüpft dann ein Anti... Allergiehuhn aus und das ist dann voll super, weil keine Ahnung, gibt ja Leute, die Allergien gegen Hühner haben. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir das jetzt und das ist dann voll toll. Ich hoffe, ich bekomme jetzt wirklich längere Magieanzeige, aber es sollte eigentlich klappen. Ich habe da im Internet nachgeschaut und das Internet, das lügt nicht. Das spricht nur die Wahrheit. Das ist voll mit Fakten. Ich meine natürlich Hi. Hallo, mein süßer MOP. Ich werde deine Wunden heilen. Entschuldige mal. Das war nicht der Deal. Wenn du vom Kampf erschöpft bist, dann komm... Das war nicht der Deal. Fuck, wo bekomme ich denn die längere Magieleiste her? Irgendwo am Todesberg. Aber keine Ahnung wo. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir ja gleich mal... den Mini-Goronen ansprechen. Hallo, mein Kleiner. Du bist aber winzig. Wie geht's dir? Reden. Hi. Mein Bruder. Er hat einen neuen Laden.
Es ist Medigorons Waffengeschäft. Er ist gut, aber ich schmiede bessere Klingen. Die hyjanischen Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen. Glaub mir. Okay, dann gehe ich mal wieder. Shit! Oh, oh Gott, weg! Fuck! Nein, was, Link? Was machst du da? Man erzählt sich, es sei 9.10 Uhr. Ja, danke, Schickerstein. Ist wirklich sinnvoll. Was will ich nur ohne den Schickerstein machen? Ich habe auch gelesen, dass man irgendwelche Felsen jetzt zertrümmern muss. Ich weiß auch nicht welche. Deswegen hauen wir einfach mal... Nee, da kann ich mich aber gar nicht dran erinnern. Das halte ich jetzt für unwahrscheinlich. Oh Gott, Leute! Wo ist die Magieleiste? Mir wurde sogar ein Kommentar geschrieben, weil ich danach gefragt habe, wo ich die herbekomme. Ich muss dann auch irgendwo den Stein hier kaputt hauen. Und im Internet stand, ich muss dann nochmal hoch zu der Fee. Aber das stimmt ja nicht. Internet, belüg mich nicht. Nein, nicht da. Link, achte bitte darauf, wo du hinläufst. Sonst fällst du einfach in irgendwelche Löcher und das kann ganz schön wehtun. Glaub mir, mir passiert sowas des Öfteren. Wo könnte die Fee denn noch sein? Lass mich kurz nachdenken. Viele Möglichkeiten gibt es ja nicht. Wir werden jetzt auch nicht allzu viel Zeit verlieren. Keine Angst. So, gehen wir mal da rein. Was gibt's hier denn? Hallo, Schatztruhe. Da sind bestimmt Rubine oder so ein Shit drin. Und? Oh, Junge, 50 Rubine. Ich kann damit überhaupt nichts kaufen. Super, vielen Dank. Ach! Moment mal! Moment mal! Ich glaube, wir sehen uns jetzt nach dem Cut wieder oben bei der Fee. Nein, Moment, tun wir nicht. Wir spielen den Bolero des Feuers. Rechts A, runter rechts A, runter rechts. Shit. Nein, wir warpen uns schnell da runter, weil ich glaube im Vulkan drin bekommt man das. Ja, natürlich, das macht ja total Sinn. Auf in den Vulkan. Runter A, rechts, runter, rechts, runter. Okay. Runter A, rechts, runter, rechts, runter. Okay, jetzt richtig. Wundervoll. Bolero des Feuers, warpe mich in den... Vulkan, warum bin ich denn überhaupt den Weg hier hochgegangen? Meine Fresse, ich verschwende hier gerade richtig viel Zeit. Oh Gott, mein Speedrun. Das wird doch so nichts. Mein Speedrun. Hier müsste sich... ich weiß, wo sie war. Ich weiß wieder, wo sie war, Leute. Ich weiß es wieder. Oh ja, yeah. Und wie ich das weiß, Leute. Jetzt freuen wir uns gleich über einen längeren Magiebalken. Ich hoffe zumindest, dass ich das weiß. Wenn nicht, dann... Oh Gott, ich wage es gar nicht darüber nachzudenken. Das wird dann sehr unangenehm für mich. So, da wollen wir nicht rein. Denn wir wollen weiter über die Brücke. Ich meine, irgendwo muss es ja hier zu sehen geben. Und zwar wollen wir hier rein. Boom. Boom. Oh yeah, wir haben es gefunden, Leute. Dank meiner glorreichen Erinnerung. Die Feenquelle. Ist also nicht immer gut, wenn man durch die Gebiete durchrusht. Da übersieht man gern mal was. Auch wenn man denkt, dass es nur Herzteile sind, man übersieht manchmal auch wichtige Dinge, wie die Magiebalken hier, den wir übrigens haben wollen, weil... Keine Ahnung, ist halt gerade da. Feuer. Ah, mir wird auch schon ganz heiß, wenn ich hier drin bin. Meine Hübsche. So eckig. Hi. Ich bin älter geworden seit unserem letzten Treffen. Das kann ich dir mal zeigen. Hallo, mein süßer MOP. Ich bin die Fee der Weisheit, das sehe ich. Du siehst ziemlich intelligent aus. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Sei bereit. Oh, ich bin bereit. Erhöhe die Kraft. Erhöhe sie. Okay, habe ich jetzt mehr Magie oder... Yay. Deine magische Kraft wurde erhöht. Ja gut, ich komme. Achso, Moment, sie erzählt noch mehr. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du hast nun doppelt so viel magische Energie. Yay! Bist du vom Kampf erschöpft? Ja, dann komme ich wieder. Garantiert. Wenn ich vom Kampf erschöpft bin, dann trampel ich erstmal in den Vulkan rein und schaue mich da um. Ganz klar, was sollte man auch sonst machen? Wäre ja Schwachsinn. Jetzt muss ich mal kurz schauen, habe ich eigentlich schon das eine Lied des Licht... Nee. Fuck! Jetzt schneide ich kurz und dann sehen wir uns wieder. Okay, liebe Leute, hier sind wir am Sora-Fluss. Boah, so viel Herzen und so viel Cash, yay. Ihr erinnert euch vielleicht noch an den Sora-Fluss, da waren wir schon mal als kleiner Scheißer.
Die Strömung hat uns weggetrieben und das macht sie jetzt wieder. Shit! Das war gar nicht hier, wo ich im Wasser stehen kann. Okay, das war jetzt sehr beeindruckend. Machen wir es nochmal neu. Hey Leute, hier sind wir im Sora-Fluss. Ich habe gerade geschnitten. Mit C, das ist der Shortcut zum Cutten von Videos. Ja, genau. Und hier sind wir jetzt auf jeden Fall als Erwachsener. Und das bedeutet, ich bin hier und ansonsten hat sich eigentlich nichts geändert. Und ich mache hier gerade richtige Scheiße. Ne, hier kann ich durchlaufen. Seht ihr? Das Wasser ist nicht mehr zu hoch. Und das erinnert mich an eine kleine Kleinigkeit, die wir jetzt auch mal eben machen können. Fick dich mal, Octorok. Okay, Octorok. Ist mir gerade voll auf dem Sack. Stirb. Scheißviech. Okay, und zwar kann man hier ein paar Lieder trällern. Auf der Ocarina. Deswegen trällert man die auch. Da tauchen dann ein paar liebe Viecher auf. Ich hoffe, dass die schon auftauchen zumindest. Oh, ich hab's wirklich. Kann aber auch sein, dass man dafür erst den nächsten Dungeon geschafft haben muss. Nee. Ach, Moment. Nee, Moment, es würde eh nichts bringen. Bekommt man Herzen dafür und das muss man als kleiner Scheißer machen. Ja, okay. Hab mich ein bisschen vertan, hätte ich als Kind hingehen müssen und Lieder spielen. Aber egal. Können wir noch machen. Das solltet ihr auf jeden Fall mal gesehen haben. Ich finde, das ist eine sehr schöne Sache. Ja, Octorok, ich sehe dich. Machst du ganz toll. Ah, die wollen immer nur Aufmerksamkeit. Man muss ihnen die Aufmerksamkeit geben und dann halten sie schon irgendwann die Fresse. War hier nicht noch ein Escaltula irgendwo? Ne, ich höre keine. Egal. Wir sind wieder bei Soras Reich und ich frage mich, was sich hier so in den letzten 7 Jahren getan hat. Ich frage mich, ob hier irgendwas anders ist oder vielleicht ist alles noch beim Alten. Wir wissen es nicht, wir werden es aber gleich sehen. Zeldas Wiegenlied, wundervoll. Und der Wasserfall geht auf wie immer. Aber was ist? Sind diese weißen Flocken in der Luft? Was hat es damit nur auf sich? Wir werden es herausfinden. Jetzt. Puh. Ganz schön kalt hier drin in Soras Reich. Ja, also meine Erinnerung war ein bisschen wärmer hier drin. Aber nicht alles voll mit Eis und Schnee. Und boah, da wird mir direkt beim Spielen kalt. Ganz unschöne Sache. Ganz, ganz unschöne Sache. Aber hey, was sagt denn unser Fettsack? Oh shit. Ich glaube, der sagt nichts mehr. Hi, wie geht's dir? Okay. Wollt ihr nur mal nachfragen? Ah, dem geht's echt nicht gut. Ja, mehr gibt's hier in Soras Reich jetzt gerade eigentlich gar nicht zu sehen, weil... Oh, der Schikastein. Schikastein, was machst du da? Was machst du da? Stirb! Ja, und hast Eis geprügelt. Dummer Stein. Denk wohl, er kann sich mit mir anlegen. Diese Steine, einfach dämlich. Nein, wir begeben uns jetzt übrigens zum nächsten Dungeon, liebe Leute. Oh yeah. Yabu, wo bist du? Ernsthaft? Das ist ja ein kleiner, ziemlich begrenzter See. Wo ist du mit dem Helikopter weggeflogen? Wo ist Lord Yabu? Ich vermisse ihn. Aber hey, und hier sind wir schon beim lustigen Eisschollenhüpfen. Lustig, oder? Was haben wir für einen Spaß. Moment, da hinten war ich schon, da brauche ich nicht mehr hin. Okay, da rechts würde es ein ziemlich einfach zu holendes Herzteil geben, aber das ist uns in dem Fall mal egal, weil... Link, nicht runterfallen. Weil ich gerade kein Herzteil brauche. Ja, ich mache 3 Herzenbahnen, das... Nee, ich brauche da keine Herzteile. Oh Gott, nicht runterfallen bitte, Link. Nicht runterfallen, danke. Das war gut. Ernsthaft, danke Link, das war super. Und hier sind wir in der Eishöhle. Was übrigens lustigerweise ein richtiger kleiner Mini-Dungeon ist. Einer von, wohl, nee, das ist der eine Mini-Dungeon. Ja, ein Mini-Dungeon im Spiel. Yay, aber den machen wir dann im nächsten Part, würde ich sagen. Bietet sich ganz gut an und ich behaupte mal, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir den Mini-Dungeon im nächsten Part dann auch sogar zu Ende bringen. Wird spannend. Diesen Part habe ich nichts geschafft und im nächsten Part schaffe ich ein ganz kleines bisschen was. Das wird super. Bis im nächsten Part. Ciao.